Okay. War das jetzt das Signal oder einfach nur die Bestätigung, dass du das sagen willst? Es war das Signal, es geht schon los, Mann. Dann nimm doch auch mal deins ernst, ja, und richte dich Naja, danach. mal, Also, ich kann ja, das habe ich ja jetzt nur zur Diskussion gestellt. es ist schon zu spät. Es ist Ja. alles geklärt. Ich trete dir jetzt bei. Ich stehe draußen. Alter. Ich habe gerade meine Spezialfähigkeit eingesetzt. Der rastet ja hier vollkommen aus. Wie blöd. Obwohl, eigentlich ist es voll cool. Ich hole mal mein Jäckchen noch. Das liegt noch in der Küche. Hallo? Hörst du mich? Hallo? 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 Hallo. Was machen wir denn jetzt? Hallo? Vom Lololo. Wir sind am Lololo. Wir können noch das Lexington machen oder wir lassen es. Entweder wir machen das jetzt, oder wir können es sein lassen. Das ist korrekt. Wie wäre es denn, wenn wir Stüve sind, Steive sind, Stief sind, Stüve, Hat er das nicht vorhin rechts? gesagt, Durchsaw oder so? Ich glaube, das ist dann eher die englische Aussprache vom holländischen Wort oder so. Ich glaube nicht, Durchsau. dass. Ich glaube nicht, dass man das auf Holländisch Düfsor ausspricht. Das wirst du ja nicht. Stuyvesant. Wie wär's denn, wenn wir den Bezirk da clearen, so bis du Level 20 bist? Gleich. Warte. Wir können aber noch den davor machen, übrigens. Aber da gibt es wahrscheinlich nicht so viele Punkte. So, warte jetzt. Petrus Okay. Stuyvesant war Gouverneur von Curaçao und ab 1647 Generaldirektor von der niederländischen Westindien-Kompanie, verwaltete die Kolonie New Netherland, bevor diese 1664 von in Besitz genommen wurde. Von ihm Deswegen. in Besitz genommen. Okay. Ja, von wem dann? Sag noch mal. Von den Engländern. Okay. Peter Stuyvesant. Hieß er nicht gerade Petrus? Ja, pass auf, und jetzt kommt der Sch bla bla, benannt wurde die Zigarettenmarke nach Petrus Stuyvesant, dem Gouverneur von Neu-Amsterdam, dem späteren New York City. Ja. Ja, gut. Das hatten wir ja schon so rausgeknobelt, so ungefähr. Also ist jetzt Peter Stuyvesant nicht Petrus Stuyvesant? Das Das. sind zwei andere Leute. Nee. Hä? Die wurde Ja. nur Peter Stuyvesant in Anlehnung an Petrus Stuyvesant genannt. Aber hast du nicht gerade gesagt, da war noch einer, der Gouverneur von Neu-Amsterdam? Das war ja Petrus.
Vorboten einer neuen. Ja, aber ich dachte, der war der Gouverneur von Curaçao. Ja, und später von Neu-Amsterdam. Ach so. Ich höre mir gerade einen Werbeklassiker Peter Stuyvesant an. Ich dachte, wir spielen jetzt gewünscht. Jetzt schau doch mal zu, ich möchte wissen, wie man das ausspricht. Sie haben das etwas, das überall Geltung hat. Oft gewinnen die großen Marken die Welt im Sturm. Wie die Peter Stuyvesant-Zigarette. Stuyvesant. Stuyvesant. Hat er gerade gesagt. Wie Peter Stuyvesant. Okay. Und auf Englisch Stuyvesant. 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 Alles klar. Das klingt total scheiße, Stuyvesant. Gerichts hier verbrannt. Oh, hier ist noch eine Telefonaufzeichnung, wird mir ja angezeigt. In Stuyvesant. Kann ich mich gerade wegschmeißen? Wieso wird die dir angezeigt? Weiß ich nicht. So. Weiß ich nicht. Ich laufe jetzt gerade, also ich, lasse mich gerade teleportieren. Wir wurden zum Gruppenleiter befördert. Das freut mich für dich. Meine Spezialfähigkeit ist jetzt nicht mal bei der Hälfte aufgeladen. Es wird wirklich extrem lange. Ich könnte mir neue Nahkampfholster holen. Ja, habe ich auch gerade gehört. Schon wieder viel besser. Ja. Ach komm. Ich habe so viel Geld. Ich habe 57.000. Okay, ich hatte 25.000. Weil, und weißt du, was die anderen Nahkampfholzer jetzt wert sind? Wie viel? 870. Echt jetzt? Ja. Richtig, das ist richtig logisch. Safe out war. Mein Rücken ist total im Eimer. Ich brauche dringend Schmerzmittel. Hast du gehört, Max? Er braucht dringend Schmerzmittel. Was? Er braucht dringend Schmerzmittel, habe ich gesagt. Bei mir hätte er gesagt, ich brauche dringend einen Arzt. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Kommst du? Ja, öfter. Ekelhaft, warte mal, ich muss noch. Ist ja ekelhaft. Warnung, Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Mir stimmt das nicht. Warum? Glaube ich auch. Was stimmt denn nicht? Nee, der hat. Boah, der hat gerade gesagt. Mit mir stimmt was nicht. Wir müssen mal hier hochgehen auf das Dach von dem Vieh. Von dem Vieh? Wieso, was soll es da geben? Waffenteile und so, ne? Mist. Hä, wieso soll es hier Waffenteile geben? Das wird mir hier angezeigt. Ich nehme eher an, das ist unten, oder? Also auf der Karte, wenn man ganz nah ranzoomt, erscheint das darüber. Hier geht's rein. Ach ne. Warte mal, ich hab eine Idee. Das ist das Safe House.
Alter, das ne. Da war eine Bombe. Eine Bombe. Das ist eine Bombe. Sarah oder wie man es ausspricht, ist die Gesundheitsorganisation hier, oder? Ich glaube schon. Alter, ich sehe nichts. Er ist voll dunkel hier drin. Okay, hier ist nichts. Bitte renn, Job. Warum läuft die Musik? Ich muss es doch irgendwo nach oben gehen. Hier ist es. Scanne mal. Alter! P416G3 Sonderanfertigung. Was ist das? Ein Sturmgewehr nehme ich an. Oder eine Schrotflinte. Was habe ich? Ein Keramikplattenpanzer. Aber 253 Rüstung. Es ist ein Sturmgewehr. Und ist es gut? Das kann ich dir aktuell nicht sagen. Ist jetzt die Frage. Präzision. Was dürfte schießen? Ich glaube, wenn ich das jetzt wechseln würde, es würde nicht unbedingt mehr Schaden machen als mein aktuelles. Hier gibt's Waffenteile. Ah, ja. Alter, Max. Was denn? Hier ist ein Auftrag. Wie, hier ist ein Auftrag? Wurde mir hier angezeigt. Ja, mit dem JTF-Officer sprechen. Das ist, schlimm. Hier, wo man wieder irgend diese Teile ewig lange hinhucken muss. Scheiße. Guck mal, jetzt sind das drei Kleine. Geil. Aber bringt das so viel mehr? Scheiße, Hilfe! Alter. Lade nach. Alter, ich werde immer voll getroffen. Der lädt immer das leichte Maschinengewehr nicht schnell. Also. Nicht schnell, das sowieso. Max, nicht, wow! Aber voll langsam nach. Ich komme. Wenn du Heilung brauchst, sag Bescheid. Alter, das war jetzt voll schwer. Sehr gut. Soll ich das zu entnehmen? Das müsste ja jetzt vorbei sein eigentlich.
dass die Cleaners nicht herkommen. Die kommen nie, die Cleaners her. Weil das Rikers Gebiet ist. Verdammt, die sind gut. So macht man das. Ich glaube, im. Weiß ich nicht, ob im. Also im April kommt ja das nächste große Update, wenn ich richtig informiert bin. Aber es wird auch bei irgendeinem Update noch eine neue Fraktion geben. Echt? Mhm. Scheiße. Alter! Na toll, jetzt ist dieses blöde Geschütz hier. Ah, das ist blöd. Ich habe ja so ein Dreischussgewehr. Und irgendwie habe ich durch das vergrößerte Magazin immer noch genau einen Schuss am Ende übrig. Warte, ich hol's. Der hat bei mir Blaues fallen lassen. Bei mir nur Grünes. Es scheint ja nicht vorbei zu sein, Max. Warum? Weil mir immer noch so eine Musik eingespielt wird. Ne, du musst das Teil ja auch noch bewegen. Da hinten sind noch Rikers. Ja, ist aber bloß einer. Schüsse, der trifft mich. Das war's. Toll. Satellitenverbindung wiederherstellen als nächstes, würde ich sagen. Eddie Murphy wieder am Start. Eddie Murphy wieder am Start? Hm. Wer ist Eddie Murphy? Markier mal diese Satellitenverbindung wiederherstellen auf der Karte. Dann ist hier der Auftraggeber von den Nebenmissionen, der so spricht wie Eddie Murphy. Ach der! Oh Gott. Eddie Murphy. Welchen jetzt, den da unten, den nehmen wir jetzt? Der direkt unter uns ist. Ich glaube, da ist eine Antenne kaputt oder irgendwas stört unsere Verbindung zum Idee. Die lassen mich hier nicht raus, aber sie? Vielleicht trauen ihnen die Leute hier genug, sodass sie daran rumbasteln können, ohne dass jemand was sagt. Mich lassen sie hier nicht raus. Aber sie. Oder geht irgendwo eine Sirene dahin? Mal, wo müssen wir denn hier hoch überhaupt? Oh, ich habe jetzt schon gedrückt. Einsatzbericht entdeckt. Okay, hier geht's nicht weiter.
Komplett leergeräumte Wohnung. Ich glaube, da aber wir aus müssen dem hier Fenster vorne raus. raus. Ja, hier hinten ist auch offen. Wie kommen wir da jetzt hoch? Hier ist eine Leiter. Hier. Ne, ja, ich habe mich verlaufen. Oh Gott. Hey, und jetzt? Und wieder nach unten, oder was? Oh, hier ist denn so eine. Wie das was jetzt? Ja. Machen Sie weiter so, dann wird noch eine Straße nach Ihnen benannt. Oder eine Gasse. Oder eine Parkbank. Oder eine Parkbank, du Arschloch. Eddie Murphy, halt die Fresse! Wie kommen wir denn jetzt hier zu dem Bericht? Oh, hier draußen kämpfen. Zeug. Soldaten. LNB? Bist du jetzt unten oder bist du da hinten? Nee, ich bin hier oben, drinnen wieder. Also ich bin oben. Ich bin unten. Also, ich bin jetzt ganz oben. JGF gegen Rikers hier draußen. Laufen, ich bin irgendwo in dem Haus. Oh Gott. Was denn? Ich habe keine Ahnung, was die da draußen machen. Wie sind wir denn hier hochgekommen? Ach, hier bestimmt lang irgendwie. Ja, ich hab's. Was denn? Denn jetzt zum Einsatzbericht will ich. Und hier ist noch eine Schatzkiste irgendwo. Hier ist ein Riker. Ich weiß ja nicht mal, wo der Einsatzbericht war. Was machst denn du jetzt hier? Jetzt wird ich mir suche hier immer noch die Kiste. Hier unten sind Rikers. Wo ist die denn? Die muss hier hinten irgendwo sein. Vielleicht unten drunter? Also, mir wird die irgendwie. Warte mal. Die muss. Irgendwo ein Stückchen unter uns sein, steht hier. Jetzt ist die Markierung ja vollkommen woanders. Jetzt die ist auf deiner Ebene, steht es bei mir. Ja, bei mir auch, aber hier ist eine Tür, die kaputt ist. Achtung, geh mal weg. Wieso? Granate. Ich glaube nicht, dass du es kaputt machen kannst. Nee. Es ist da drüben drinnen, nehme ich mal an. Oder? Hier so ums Eck. Also da unten ist auf jeden Fall ein offenes Fenster, würde ich mal so ganz unten sagen.
Vielleicht kann man da reingehen, Max. Verstehst du? Gerade nicht so. Vielleicht müssen wir auch noch. Markierte Position in der Nähe. Gut. Ich glaube, da ist einfach noch ein anderer Eingang in dem Haus wahrscheinlich, oder? Hier sind ganz viele Riker. Wollen ihn aber auch partout nicht aus dem Fenster rauslassen. Weil da unten sind offene Fenster. Weißt du wie? Komm mal hier runter. Wo bist du denn? Ja, hier unten. Guck da einfach mal dich um. Ich bin doch blau markiert. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Das Kampf fehlgeschlagen, toll. Wo bist du? Hier vorne. Alter, hier sind Rikers. Ach nee. Aber wir haben eh schon den Kampf verloren. Wir hätten vorhin nicht aus dem Fenster schießen dürfen. Alter, hier war eine. Wieso rufen die jetzt LMB Scheiße, sind die hart? So was Dummes. Jetzt kann ich ja rennen. Schwupps. Wir kennen Sie. Unter den Uniformen sind Sie alle gleich. Hier muss Polizei, es irgendwie nach oben gehen. Regierungshelfer, Richter, Gefängniswärter, verdammte Jugendschutzbeamte. Tolle Regierungsagenten mit tollen Uhren und polierten Waffen, die herumstolzieren, als wären sie beschissene Götter oder sowas. Sie wollen uns hier verhungern und sterben lassen. Unser Leben ist ihnen kein Furz wert. Es ist nie gewesen und wird es nie sein. Wir sind nur Müll und im Weg. Und wenn es nach denen ginge, könnten wir gleich abkratzen. Aber den Gefallen tun wir ihnen nicht. Wir werden sie in Stücke reißen. Diese Parasiten in ihren sauberen JTF-Uniformen. Ihr kennt sie. Ihr habt euer Leben lang mit ihnen zu tun gehabt. Von innen sehen sie alle gleich aus. Überzeugen wir uns davon. Ja, so sehen sie von innen aus. Hässlich. Also lasst sie leiden. Lasst sie betteln. Lasst sie tun, worauf ihr gerade Lust habt. Nur sorgt dafür, dass ihr keinen von ihnen am Leben lasst. Der Bericht ist erschreckend. Ich würde die gerne töten. zur Rechenschaft ziehen. Nennen wir es zur Rechenschaft ziehen. Ihr piept's. Ich glaube, ihr weiß. Ich finde hier keinen Weg hoch. Nee, das ist irgendwie dumm. Ich glaube, wir sollten das sein lassen. Vor allem den Nebeneinsatz haben wir ja jetzt eh versaut. Haben wir den vorhin nicht eigentlich schon mal gemacht? Nee, das war hier weiter rechts. Da waren irgendwie drei Stück auf einem Fleck oder so. Hier oben ist noch ein Telefon. Wo oben? Oben rechts, wo Iceman war. Das sieht. Wie siehst denn du das? Bei mir ist das Ja, nicht weil ich die angezeigt. wahrscheinlich schon mal entdeckt habe. Und deshalb habe ich die jetzt auf dem Schaumeister.
Wollen wir die holen oder was? Na, da musst du vorangehen, ich seh's nicht. Siehst Alter, du? Wie oft will das jetzt noch sagen? Ja, ich seh's jetzt. Irgendwo piept's, ja. Mhm. Ich glaube, ja, weil es piept. Jetzt hat's aufgehört. Eine Bombe habe ich schon vorhin kaputt gemacht, die habe ich nicht mitgekriegt. Ist neben mir explodiert. Oh, hier ist noch eine andere Telefonaufzeichnung. Was ein Zufall. Das ist ein Riker. Okay. Okay. Den finde ich sehr sympathisch. Ich glaube, der hat einen Klaps. Das sowieso. So. Ist hier noch jemand? Ja, da hinten. Scheiße. Okay. Der hat was Blaues fallen lassen. Ich hab nichts bekommen. Wie oft hast du ich denn nicht bekommen? Ach. Nur zwei grüne Sachen. Oh, Lukas, hier ist ein großer Kampf, glaube ich. Wir sollten uns beeilen. Oh, rechts, rechts, rechts. Schrotflinte. Wow. Ich bin tot. Echt jetzt? Ja. Oh, der hat eine Jacke fallen lassen oder irgend sowas. Was Blaues. Wo ist denn der hin? Stand der nicht hier dahin? Kaki-Hose. Boah, endlich mal was anderes als Stadt. Das ist natürlich auch perfekt getimt, ja. Was? Zu einer Zeit, wo die meisten Leute sowieso, also wo das Immunsystem sowieso schon angreifbar ist. Und zwar im Winter. Nee? Worum ging es denn jetzt gerade überhaupt? Ich habe nicht zugehört. Weil ich habe nur irgendwas mit Nationalgarde verstanden. Naja, dass dass das Virus jetzt gerade ausgebrochen ist, oder was? Nee, darum, also dass es irgendwie, dass es die Hölle war, weil sie mitgekriegt haben, wie sehr infektiös, heißt es infektiös? Keine Ahnung, wahrscheinlich. Also,
Du weißt, was ich meine. Also, ja. Wie sehr ansteckend das Virus war. Über Luft, über direkten Kontakt und 2 Millionen Partikel, nee, 2 Partikel pro Million oder so ähnlich. Ist das da hinten eine Wache? Wo denn? Die da hinten ankommen. Ich kann es ja nicht sagen. Nee, das ist ein Friendly People. Ja. Auf jeden Fall ist der Kampf jetzt wieder verfügbar. Gnadenlieferung. Markierte Position in der Nähe. Alter! Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Geht's hier los, unsere Polonaise, der hat was Blaues. Fallen lassen. Hinter uns. Wow. Da schießt gleich mein Gerät los. Noch was Blaues. Das Rot finden, Mann! Wo denn? Es ist nicht das LMB! Verdammte Scheiße! Lernt endlich eure Feinde auswendig! Ist aber mittlerweile echt schon lächerlich, dass... Ich glaube, dass man... Das wäre jetzt wahrscheinlich nicht so schwer zu programmieren gewesen, dass die wissen, gegen wen sie kämpfen. Die Rikers hassen uns. Ach was. Vielleicht die knutschen euch ab, Bester. Vor allem zu den Rikers haben sie auch nur zwei Sätze. Wer hat die Schräflinge freigelassen und die Rikers hassen uns? Ich hab grad mal ein Problem. Was denn? Ich hab grad Kohle auf meine Tastatur gelegt. Nicht jetzt? Ja. Du trinkst Cola. Oh Gott. Erstmal direkt in die Feinde reinlaufen. Kannst du noch weiterspielen? Das weiß ich nicht. Na, dann hol dir am besten mal ein Küchentuch oder so und wisch das ab. Bis gleich. Fuck, 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 fuck. Hilfe! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, Hilfe, 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 Hilfe. Bist du wieder da? Hallo? Okay. Das ich hab gesehen, knapp. Du bist in einer misslichen Lage gewesen. Das war richtig knapp. Oh Gott. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt länger gebraucht. Na dann.
ich mal lieber einen Föhn hole. Das so raustrockne, wisst ihr? Hallo? Ist die Tastatur denn wertvoll oder eher nicht? Sie ist schön. Ich mag die Tastatur. Ich schreibe gerne mit der. Ich hole meinen Föhn. Oh Gott.
Guten Tag. Fertig? Ja. Oh Gott. Sehr, das Mausbett ist nass geworden. Von Cola. Ich hoffe, die Tastaturtasten, dadurch, dass es Cola war und klebrig da noch, ja. Ich hoffe nicht, dass die dann irgendwann anklebt. Nee, ich glaube nicht. Sollte nicht passieren. Wenn nicht, muss es ein bisschen auswaschen oder so. Auswaschen, ne? Einmal durchs Wasser ziehen. Zack. 200.000. Wie viel hat die Tastatur gekostet? 200.000. Nebeneinsatz, oder? Eddie Murphy? Markier das mal. Ich hab ne irgendeine komische Waffe gekriegt. Was denn für eins? M870SC. MCS Sonderanfertigung. Okay. Eine Schrotflinte. Und rate mal, wie viel Schaden die macht. 15.000. Nee, 10.200. Okay. Ich fand das nur geil, dass die mit K schon abgekürzt wird, weil man das nicht mehr anders hinbekommen hat. Könntest du bitte aufhören, so rumzulaufen? Könntest du bitte aufhören? Das hat sich... Also ich habe jetzt so hier... Sah, also ich muss mir gleich mal angucken. Was denn? Was da stand im Stream. Wie, was da stand? Was soll da gestanden haben? Stehen haben. Welche Jacke das war? Weil ich hätte gesagt, da stand einfache Softshell-Jacke. Ja, soll es geben. Aber es war keine einfache Softshelljacke. Sondern eine freche. Nee, ich habe jetzt ja keine andere Jacke. Hast du Eddie Murphy markiert? Ah, ne. Mach mal. Hallo, Leute. Den hier unten? Ja. Da kam ein Anruf übers Festnetz. Aber mir redet er nicht. Das Festnetz? Doch jetzt. Ja. Wer hätte gedacht, dass das bei all dem Chaos noch funktioniert? Jedenfalls waren es schlechte Neuigkeiten. Da ist ein Zivilist in einem Raum eingesperrt. Er kommt nicht raus und wird verhungern, wenn sie nicht zu ihm gehen. Normalerweise würde ich das selbst machen, aber die Bastarde lassen mich hier nicht weg. Also müssen sie es tun. Wenn sie können. Wenn sie können? Ist auch so ein Arschloch. Eddie. Murphys Eddie. Mit Leuten wie ihm werden wir es schaffen. Cooler Alvetta-Parker. Toll. Ja, ne, schick. Ich hab's dir auch hingegeben. Oh, du hast eine lila an der Waffe? Ja. Hab ich schon immer. Was ist jetzt hier? Achso. Also hab ich schon immer. Das ist die Skal. Spiel hier nicht die Heldin. Spiel hier nicht die Heldin. Wie? Den Bereich sichern? Was? Ist das jetzt überhaupt die Mission? Ja, ja. Nee, oder? Jetzt würde ich gerade sagen, Alter, die sind Level 19, aber ich bin ja selber schon Level 20. Alter! Was waren das jetzt? Das waren meine Dingers. Immer Waffe. Warum haben denn die Schützen immer so ein komisches Cape um? Jedenfalls sieht es immer aus, als hätten die so ein Cape an. Ja, haben die auch so als Tarnung vielleicht. Könnte ich mir vorstellen, aber ich finde es eigentlich recht cool. Tot. Alter, jetzt zieht sie nach oben.
Okay. Hier ist ein Telefon irgendwo. Hier drinnen. Ja. Nicht hier oben irgendwo. Ne, hier, wo ich bin. Achso. Dan, du hinterlässt keine Nachrichten mehr. Warum hast du damit aufgehört, Dan? Es gibt Neuigkeiten. Ich habe dir echt viel zu erzählen. Es geht mir besser. Ich habe Gesellschaft gefunden. Die richtigen Leute. Stärke in der Masse. Wir nehmen uns, was wir wollen, wen wir wollen, wann wir wollen. Und wir essen. An jedem einzelnen Tag. Darwin, Mann. Psst. Du wirst es nie hören. Es wird auf einem NSA-Server irgendwo in Nevada liegen, wie der Atommüll, den sie in der Wüste vergraben. Bei den Kakerlaken, die nichts umbringen kann. Schon bald gibt es uns nicht mehr. Die Kakerlaken werden regieren. Auf Nimmerwiedersehen. Ey, was war das jetzt für eine komische Aufzeichnung? Die Kakerlaken werden regieren, was? Keine Ahnung. Ist sicher. Dank Ihnen. Waren wir hier schon mal drinne? Sieht ja alles gleich aus. Ja, hier waren wir schon mal, oder? Gehen wir hier rüber, nee. Wo sind wir denn? Ach, hier geht's raus. Hier ist ein Werkzeug. Das war jetzt aber nur der Kampf, damit wir hier das Werkzeug bekommen, oder? Nein, das war der Rettung der Zivilisten da. Nee, das kommt ja erst da hinten. Den Bereich sichern. Oder nicht? So. Also uns hat einen Moment. Wie soll ich jetzt hier hochgehen? Ach Quatsch. Scheiße. Was denn? Es hat mich verraten. Es hat mich verraten. Was denn? Ich wollte eigentlich gucken hier mit meinem Scanner, aber auf der Taste habe ich ja jetzt die Heilgranate. Okay. Eddie Murphy. Ich brauche ihre Hilfe nicht. Ich kann das alles auch schon sehr gut alleine. Wie weit bist du noch von Level 20 entfernt? Level 20. Gut. Wollen wir dann die drei Dinger hier noch machen oder gleich zur Dark Zone? Lass uns die dann machen. Okay. Dann markier mal. Achso, jetzt habe ich aber irgendwas falsch gemacht. Die Karte. Kampf. Störung des Waffenhandels, ja. Und dann die Feindbasis angreifen. Ist egal. Tipp, 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 tipp. Bist du stehen geblieben? Nein, ich habe von meinem anderen nur das Magazin gewechselt. Ach du Scheiße. Hier sind 5 Riker. Oh Gott. Laufen oder?
Hier unten gibt es bestimmt irgendwie eine Telefonaufzeichnung noch oder so. Hier ist eine Bombe. Was ist denn das hier wieder für ein riesiges Labyrinth? Ja, scheiß drauf. Bombe. Oh. Blutende Wunde. Hier. Vitali. Ich bin so wütend. Sie sind weg. Seit Wochen mache ich, was sie sagen. Ich kam zum Konsulat, ich habe nicht kontaktiert DCD, habe mich versteckt. Als draußen war Epidemie, obwohl ich vielleicht besser weiß als jeder andere, was ist los. Ich habe mich so gut versteckt, dass sie mich vergessen haben bei Evakuierung. Sie sind, dafür gibt es wunderbare Redewendung, bei Nacht und Nebel verschwunden. Mir fehlen die Worte. Ich bin jetzt hier schutzlos in einer Stadt, in der herrscht das Recht des Stärkeren. Das hat nur ein Gutes. Jetzt kann mir keiner mehr verbieten, zu sprechen mit DCD oder zu suchen Dr. Amherst. Jetzt bin ich frei. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Interessantes Tagebuch. Dr. Tschernikow. Sehen, ob das klappt mit der Waffe. Ich habe nicht kontaktiert, wahrscheinlich nicht. Habe mich versteckt, als draußen war Epidemie, obwohl ich. Was hast du gefunden? Irgendwelche blühen Holzler. Ich habe eine Uzi. Dass sie mich vergessen haben bei Evakuierung. Eine MP oder was? Dafür gibt es hier, das hier. Tja, ich gehe mal ins Licht. Schutzlos in einer Stadt, warte. In der herrscht das Recht. Ich mach doch gar nichts. Wie heißt die? Frag mich nicht. T821 Polizeiversion. Jetzt bin ich frei. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Kannst du mal Scanning machen? Gleich. Nee. Achso, hast du nicht mehr? Mhm. Ich hab die Heilgranate. Soll ich mal schnell scannen? Ach, was willst du denn hier scannen? Hier ist nichts. Ich glaube, das Scannen lohnt sich erst wieder, wenn ich das ausrüste, dass das auch alle Truhen und so entdeckt. Ich glaube, das kann ich sogar schon ausrüsten. Hier piept es irgendwo. Ware lokalisiert. Lade Koordinaten. Warte kurz. Ne, ich kann das auch noch nicht auswählen. Störung des Waffenhandels. Mhm. Der hat sich jetzt so ein bisschen dazwischen gesetzt, oder? Was wollten wir denn jetzt so machen? Nee, das ist es, was wir machen wollen. Geht's los? Ja.
3, 2, 1, los! Okay, die Uzi verzieht voll. Gleich mal wieder das Sondergewehr ausrüsten. Sind alle tot? Warte, hier liegt noch ein Handy. Lass das erstmal alles einsammeln. Was ist ein Handy? Hier liegen nur noch Waffenteile. Hm. Wo ist jetzt hier ein Handy? Hier hinten irgendwo. Dann höre ich es mir erst noch an und dann kommen wir. Keine Ahnung, ob das bei dir ankommt. Du, sag Mama, dass ich sie lieb habe. Sag ihr, ich bin bald zu Hause. Schmück es nach Belieben aus, aber tu mir einen Gefallen und sorg dafür, dass sie es glaubt, okay? Sie soll nicht da liegen und denken, ich habe Hunger, Dan. Und wie? Ich würde eine rohe Taube essen, wenn ich eine fangen könnte. Die Sarah-Leute haben Notrationen verteilt, aber sie hatten nicht genug und die Leute sind durchgedreht. Also ich nicht, aber ich kann sie nicht verdenken. Das macht an einem, als würde sich das Gehirn selbst verdauen. Das war gelogen. Ich habe geklaut. Aber ich habe was zu essen. Du brauchst nicht zurückzurufen. Okay, haben wir hier irgendwo Deckung? Ja, mehr als genug. Und was war jetzt gelogen? Meistens sind die Geschichten so spannend, dass ich am Ende schon wieder den Anfang vergessen habe. Insofern kann ich dir das nicht sagen. Warte mal, hier ist noch eine Kiste irgendwo. Hier ist eine Schatztruhe. Bin ich etwa ein Arsch? Sowieso bloß ein scheiß Panzer gewesen. ITF-Verstärkung angefordert. Okay, von da hinten. Warnung, Gegner nähern sich. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Improvisierte Sprengfunk. Weg, 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 weg. Was? Da war eine Granate. Lukas, neben dir. Wow, wow, Alter, 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 Max, Max, Max. Wow, 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 wow. Ja, ich schieß die ganze Zeit schon drauf. Von da hinten kommt noch einer. Alter, hier sind ja noch welche. Oh. Ladung gesichert. Alter. Der war schon fast so weit. Da hinten ist noch einer. Kamen da nicht immer noch mehrere Wellen normal? Aber ich glaube, das war ja jetzt so. Obwohl ich sagen muss, das war jetzt auch richtig fordernd, weil auf immer der hinter mir stand und das da aktivieren wollte, weißt du? Und am besten war der mit der Panzerung, der die ganze Zeit neben mir war auf immer. Vor allem habe ich hier noch eine blöde Granate in mir geworfen. Der ist einfach weitergelaufen. Stört mich ja nicht, stört mich ja nicht. Das stimmt ja auch, das stimmt ja auch. Wo geht's jetzt hin? Hier zum nächsten gleich. Feindbasis angreifen. Ah, das ist schon wieder so typisch unsere Region. Angreifen. Macher hin. Nicht Macher los. Warnung. Potenzielle Feindbasis identifiziert. Potenzielle Feindbasis. Oh, hier ist ein Telefon irgendwo. Oh. Ich glaube, hier muss ich mal hochgehen.
Wieso? Wo ist denn das Telefon? Das weiß ich halt auch nicht. Das war hier gerade irgendwo. Ich hab's. Ich hab. Doch, nee, ich hab nur einen Überlebensratgeber. Wie kommt man da hin? Hier über eine Treppe. Alter, jetzt bin ich runtergefallen. Das war easy. Das ist Plusstoff. Ach, bitte Plusstoff, ja. Stoff kann ganz wunderbare Geschichten machen. Okay, auf sie mit Gebrüll. Schon wieder der Zivilist hier. Der läuft mir irgendwie 100 Mal über den Weg. Wow. Granate, Granate. Noch oh, eine. Noch ein. Granatmann hier ist echt gut. Spring doch, spring doch. Warum kann er nicht springen? Ich hänge fest, ich hänge fest. Granate, wow. Warum, warum nicht? Ist ja bescheuert. Schießt er denn nur auf mich? Arschloch. Alter, bei mir ist der eine gerade noch gestorben. Alter, Alter, Alter! Da sind noch welche, da hinten sind noch welche. Wow! Vor allem. Ah! Max, das Scheiße. Ist irgendeiner. Das ist voll der Rambo, ey. Vor allem, ich bringe euch alle um. Alter, was macht mein Division-Agent? Runter, hallo. Alter, was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist das? Der hält mehr als ein komplettes Magazin aus, ey. Ich komm hier nicht weg. Ich komm hier nicht weg. Alter. Jetzt schießt er auf mich. Warum hopst der jetzt hier wieder hoch? Warum hopst der wieder hoch? So was Dummes, ey. Wow. Max, Max, Max. Ja, ich kann nicht mal meinen eigenen Agenten steuern. Jetzt ist seine Rüstung aus. Er war einfach eine Granate, hier war. Dummes Arschloch. Vor allem, ich sitze, ballere die ganze Zeit drauf. Und du darfst die letzten zwei Schüsse machen. Danke. Ja, mein Fuzzi ist hier die ganze Zeit nein, immer hin und her gesprungen. Ja. Du konntest ja auch nichts dafür. Und du machst öfter noch den ganzen anderen Mist. Oh, hier jetzt nach oben? Was war jetzt hier überhaupt unsere Mission? Ja, die Leute töten. Okay. Also wie immer eigentlich. Oh. Das hörte sich nicht gut an. Ich glaube, das war meine Medizinstation. Ich hoffe es einfach. Wo bin ich denn jetzt hier? Wo ist denn die Kiste? Ja, wo ist denn die Kiste? Hier ist er ja nicht. Ja, hast du die Kiste auch gesehen? Oder nee, bin ich eben bescheuert? Nicht. Ja, auf der Karte schon, aber nicht in echt. Die müsste aber da unten stehen. Ah, ich hab's da. Die steht direkt davor.
Oh Gott. Ja, ja, strategische Holster. Oh, hinter uns, Lukas. Wow, was? Die sind da wieder bei dem Waffenhandel, die schießen auf mich. Ja, Waffenhandel? Ne, was wir raus, da gerade beseitigt raus, haben. Raus. Zur anderen Seite raus. Oh, jetzt steht hier der JTF. Ich habe gerade Herzgas verkriegt. Was ziehen die denn? Warum ziehen die denn auf die Wand? Ihr werdet euch noch umgucken, wenn gleich hier die Leute anmarschieren, die wir geholt haben. Vorsicht. Lass mal zur nächsten gehen. Boah, das ist irgendwie cool hier. So auf dem Hinterhof so ein Basketballplatz. Warum kommt denn hier gerade so eine Musik? Ich muss das erstmal hier anmelden. JTF-Nachschub. Warte, warte, es tütet. Bombe irgendwo. Ich höre es doch schon wieder. Aber wir entfernen uns von der Bombe. Hey, ich entferne mich vom JTF-Nachschub irgendwie. Wir müssen hier hoch. Komm mal hier hoch. Komme. Wie einfach immer alles gleich aussieht, ey. Wow. Alter, wir sind direkt hinten in die reingelaufen. Wow. Von hinten. Stufe 21. Alter. Noch einer. Ja, ja, ich weiß. Den habe ich ja nicht gesehen. Aber wenn er die ganze Zeit auf mich schießt, dann treffen den die anderen auch, weil er seine Deckung verlässt. Oh. Wo ist der jetzt hier explodiert? Hin? Bitte von der anderen Seite. Keine Munition mehr. Warte, warte, warte. Bleib stehen. Bleib stehen. Ich hab eine Idee. Warum soll ich stehen bleiben?
theoretisch müsstest du jetzt Munition erhalten haben. Echt? Mhm. Oder? Aber nur 39. Okay. Das Gute ist, die lassen immer mal Munition frei. So. Wollen wir jetzt noch die allerletzte Nebenmission hier machen oder gleich in die Dark Zone? Was für eine Nebenmission? Ganz im Norden des Bezirks ist noch eine Mission. Die habe ich gar nicht gesehen. Lass uns die dann noch machen. Gut. Hi, wie geht's Ihrem Arsch? Hab einen Tipp von einem Einheit, dann gehen wir ins Safe House. Zu Eddie Murphy. Zu werden. Jedenfalls, Sie haben keinen Schiss, oder? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh. Warum ist denn hier so eine blöde Fackel? Versucht so tapfer zu sein, ich wurde auch schon tot. Brühen die eigentlich. Hallöchen! Was ist denn jetzt hier los? Aber uns gehen langsam die Vorräte aus und wir haben Probleme, den letzten Nachschubabwurf an den Rikers vorbeizuschmuggeln. Die sind immer noch da, wissen Sie? Ach, das ist von einem anderen Bezirk schon wieder eine Nebenmission. Nicht so schnell. Da vorne sind wieder welche. Nimmst du den rechten? Ja noch, ne? Alter, da sind ja noch welche. Wo denn? Da hinten. Ich sehe keinen. Ach, da um die Ecke. Ist egal. Ich sehe den nicht. Der steht ja irgendwo um die Ecke. Da sind zwei. Reihe. Vierer. Naja, immer mehr. Wie aus dem Clowns-Auto. Ist die sogenannte Clownsgasse da hinten. Kommen ja von überall. Wo hier von rechts sind die jetzt. Ja, ja. Kuckuck. Hallo. Ein Kuckuck. Hier hockt noch einer. Ja, den will man mal als Magazin immer. Der eine hat was Grünes fallen lassen. Den du hier mit Kuckuck. Kuckuck ruft aus dem Wald. Lasset uns singen, tanzen und spielen. Oh. Kuckuck, Kuckuck ruft aus dem Wald. Granate, Max. Wo denn? Bei dir! Wow! Etwas Blaues fallen lassen. Keramik. Max, da kommen welche! Vier Stück! Ach, scheiß da drauf. Scheiße, scheiße! Dumme Idee, dumme Idee! Geh doch in Deckung, geh doch in Deckung!
Alter, vorm Auto stehen zwei Leute. Jetzt werden wir eine mit dem Rail eben. Weg! Ach, scheiß da drauf. Wo verschwamm der Sicht? Hallo, hallo? Ist auch so gelangweilig. Ist noch grün. Sind hier noch so grüne Autos. Grüne Sachen. Hier sind auch noch grüne Autos. Hier ist irgendwas. Medipack. Na, hier waren wir schon mal. Bei dem. Auf der Krankenliege. Was, ihr Inventar ist voll? Naja, noch nie passiert. Warnung, eintreffende Gegner. Hier vorne. Oh, da hinten. Oh, oh, oh. Scheiße, das ist ein Stärker dabei. Alles stark, oder nicht? Ja. Noch zwei. Der Bescheuert, der spricht erstmal bevor. Brennt. Von hinten. Ach, das ist da hinten? Ach stimmt, da müssen wir ja immer hinlaufen, ne? Oh, ich muss nachladen! Scheiße, irgendwer ist explodiert. Ja, das war nur mein Ding. Wow, 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 oh, weich mal mal. Wow. Noch einer. Ja, ich weiß. Warnung, eintreffende Gegner. Da vorne jetzt. Ist aber was Blaues. Lass liegen, können sie nachher noch holen. Warnung, das? Ware wird beschossen. Schaden. Erfasse ein Echo in der Nähe, hatte ich gesagt. Mhm.
Soll ich starten? Das Echo? Warte kurz einen Moment noch. Alter, hier wird jetzt alles angezeigt. Achso, ich habe ja dieses. Wir haben ja auch alles freigespielt. Jetzt hören Sie mir zu. Ich habe diese Leute aus der Dark Zone geholt und wir werden verfolgt. Wir wollten uns in einem JTF Safehouse verschanzen, aber die Rikers geben nicht auf. Wenn sie uns nicht rausholen, sind diese Leute alle tot. Haben verstanden, Vanguard, aber die Zone ist zu heiß für eine Abholung. Halten Sie durch und warten Sie auf weitere Instruktionen. Angel 6, Ende. Das war's dann also? Wir werden hier sterben? Nicht, wenn ich es verhindere. Schwerem Trauma gestorben. Mhm. Irgendwie alle. Ich erinnere es an. Also das hier vorne ist der Division-Agent oder was, der die alle beschützen wollte. Die das werfen ist, ja mit Molotovs rein. Was? Das ist auch der, der sich von der Truppe unerlaubt hat. Also du meinst, der ist übergelaufen? Ja, das ist der, der die das LMB mitgebracht hat, glaube ich. Nein, glaube ich nicht. Weil der vorhin auch auf der Telefonaufzeichnung oder was das war, stand auch Aaron Kenner. Gleich mal nachsehen. Ich auch. Ich kann natürlich viel erzählen. Verstehe ich nicht. Man sollte doch meinen, es geht genug von diesem Virus um. Es geht um Einfluss. Es geht um Einfluss. Wenn ich einen Baukasten für die Dollargrippe habe, für dieses grüne Gift, das jemand zusammengebastelt hat, werden gewisse Leute sehr viel unwilliger sein, gegen mich vorzugehen. Eine Kanone eignet sich besser zur Selbstverteidigung als ein Virus. Warte mal. Sei nicht so engstirnig. Musst du unter Überwachungsdaten gucken. Aaron Keener, der hat eigene Mobiltelefone. Die heißen Keeners Berichte oder so. Also auf jeden Fall Überwachungsdaten unten rechts. Nur die Audio, das ist auch. Unten rechts? Überwachungsdaten? Mhm, unten rechts. Ah, okay. Aber Keeners Berichte. Ja. Habe ich noch keins. Nee, ich auch nicht. Okay. Also ist sozusagen Aaron Keener aufgrund der Enttäuschung, weil ihm hier nicht geholfen wurde und vielleicht nach anderen Sachen übergelaufen. Das ist korrekt. Und will jetzt selber die Herrschaft hier. Das weiß ich nicht. Ja, bestimmt. Ich gehe jetzt erst noch hier hinten zu dem Telefon. Und dann gehe ich noch zu dem. Dinge hier. Vergessen Sie nicht, sich mal auszuruhen. Wenn ich jetzt hier eines der ersten von Keeners Berichte finde, wäre ich wahnsinnig nicht. Das Problem war, dass immer neue Patienten kamen. Wer in der Notaufnahme arbeitet, ist zwar auf schlimme Nächte vorbereitet, aber es zog sich über Tage hin und nahm kein Ende. Immer mehr kamen mit denselben Symptomen. Eltern zitterten neben ihren Kindern. Die Kinder versuchten, sich zusammenzureißen. Es brach an das Herz. Nach 3-4 Tagen waren wir uns sicher, dass es nicht die Grippe war. Das DCD rief alle paar Stunden für Updates an. Und ihre Fragen machten klar, dass auch sie nicht an eine Grippe-Epidemie glaubten. Hier ist irgendwie so ein Ding drinne. Schatztruhe. Irgendwer schießt hier schon wieder auf mich. Ich muss gerade mal ins Inventar gucken und irgendwas zerstören.
Hier wird geschossen. Ein Level 21er. Wo denn? Da vorne. Er ist tot. Einer. Hier sind aber noch mehr. Hier noch nicht mal Level 20. Ist das einfach nur ein Gefecht gewesen oder irgendwas Besonderes hier? Einfach nur ein Gefecht. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste drin. Ein Windwickel. Ein Wadenwickel. Und ein schicke Slushy oder so. Slushy. Ja, das steht Slushy. Ist das vielleicht eine besondere Mütze? Na, ein schicker Slouchy. Das sieht ja furchtbar aus. Sag mal. Das ist eine Slouchy. Lass das auf, du siehst aus wie so ein Hipster. Oh und Gott. Nein. Schicker Slouchy. So, jetzt hole ich mir auch noch auf dem Weg zum Safehouse. Was hier denn? Ist ja noch ein Echo. Noch hier hinten das Echo und den Überlebensratgeber. Und dann gehe ich zum Safehouse. Dahinter ist noch eine Telefonaufzeichnung. Und dann habe ich auch fast alles. Okay. Aber hier nicht außen rum. Dann sind wir nämlich in dem 21er Gebiet. Mal lieber so rum. Na, hier piept's ja schon wieder überall. Alter. Was denn? Meiner klettert schon wieder überall hoch. Ah. Was denn auch hängen geblieben, oder was? Auch hier klettert. Hier ist ein Echo. So sehr ich es auch schade finde, dass die Hauptstory insgesamt mehr oder weniger nicht wirklich existiert. Aber wenn man hier wirklich alles einsammelt, was es gibt, dann ergibt irgendwie am Ende doch alles irgendwie schon Sinn. Ja, definitiv ja. Hier ist noch irgendwo was, oder? Hier ist eine Schatztruhe. Auf jeden Fall müssen wir noch hochgehen. Rat mal, was ich gefunden habe. Deine Lieblingswaffe. Welche denn? Super 90. Die habe ich auch hier gefunden. Komisch, nicht? Ich brauche auf jeden Fall dringend ein besseres Maschinengewehr. Meins ist irgendwie Level 14, glaube ich, noch. Irgendwo muss das Echo sein. Aber hier ist bei mir kein Echo. Vielleicht weiter oben? Nein. Aber hier geht's nach runter. Nee, das wurde mir aber angezeigt als hier. Aber wenn ich jetzt runtergehe, dann steht da, bitte nach oben gehen. Ist da bei dir auch ein Echo angezeigt? Ja, du hast es ja mitmarkiert. Das sehe ich ja auch, deine Markierung. Ja, das ist da oben irgendwo. Okay. Alter, da war ein Riker vorm Fenster.
Aber er hat mich nicht gesehen. Der Idiot. Hä? Ja, ich verstehe die Welt nicht mehr. Aber noch höher geht's auch nicht, oder? Ich weiß nicht. Hey, das ist ja doof. Müssen wir hier irgendwie Samba tanzen oder so? Mal kurz 10 Minuten weg. Ernsthaft jetzt? Ja. Ich reiß dann schon mal zum Safe aus. Du kannst okay. Ja den Stream ausmachen währenddessen. Ja.